République qui devant nous. En avant nous président, avec tous nos bons ministres, nous mettons nous l'intérêt pour nous préserver nous la beauté. Dezember 2020. Wir haben die Marina heute verlassen und fahren jetzt Richtung Bona wieder mal. Richtiges Sonntagnachmittagssegeln vom Feinsten, aber leider ohne Autopilot. Halb so wild. Okay. Und da vorne sieht man die Insel Bona schon näher kommen. Da werden wir eine Nacht bleiben und morgen fahren wir wahrscheinlich nach Wayne Island. Wir werden da die Weihnachtsfeiertage verbringen. Also da ist der Braten drinne, in einem neuen Ofen. Aber wir wissen noch nicht, ob es den morgen zu Weihnachten gibt oder ob die Annette den einkocht. Da lassen wir uns überraschen und werden berichten. Die Annette ist hier schon fleißig wieder am Einkochen. Diesmal hat sie hier diesen hervorragenden Braten gemacht, damit wir auch gut durch den Lockdown kommen. Und hier, Annette, was wird da jetzt gerade gemacht? Die Soße, das Gemüse mit ein bisschen durchdrücken, damit ein bisschen Geschmack noch mehr dabei ist. Und dann wird das in Gläser geschichtet und eingekocht. Sehr gut. Hallo, wenn ihr die Rezepte haben wollt, schreibt uns in den Kommentaren. Die Annette wird dann darauf antworten. Der Weihnachtsmorgen ist angebrochen und die Stimmung ist auch sehr weihnachtlich. Deswegen singen wir alle Weihnachtslieder. Gleich, wenn wir schwimmen unter Wasser. Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen. Lustig, lustig, tralalala. Heute ist Weihnachtsabend da, heute ist Weihnachtsabend da. Yay, wunderbar. Und ab geht es ins Wasser. Yippie, 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 yippie. So sieht das hier aus am 24. Dezember. Frisch gewaschen. Hier wird weiter gearbeitet. Die Fische müssen ja eingekocht werden, da wir leider keinen Gefrierschrank haben. Das macht hier die Weihnachtsbäckerin. Diesmal mit Fisch. Ja, und der Glenn, der stopft das alles in ein Glas. Kaputt gemacht, genau. Nein, der hat nichts kaputt gemacht. Das müssen wir dann halt gleich nochmal mit Alkohol. Schmeckt nach Tomatensauce. Ah, okay. Noch, ja. Wir sind auf Wayne Island angekommen.
Da hinten liegt die Limelight. Und jetzt haben wir hoffentlich mal ein paar Tage Ruhe und die Weihnachtsstimmung kommt. Wann ist denn Bescherung hier? Morgen. Nee, nee. Warum? Nein, es muss sein wie in Deutschland. Dann hast du leider verschlafen, weil die sind bestimmt schon durch. Ja. Wir also wünschen euch Ruhe, gesunde Weihnachten gehabt zu haben, weil das Video kommt ja sicherlich erst 2 Monate später. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen, auch ins neue Jahr. Wir werden davon berichten. Zeig mir mal deine Barista-Skills. Ja, also man macht hier nicht so, in den Aufschäumer macht man was rein. Genau, und dann macht man das zu. Stellt es auf den Herd und fängt an zu pumpen. Im Kalten. Schau. Ja. Der Glenn hat das 24. Türchen oder Säckchen gefunden. Außerdem gibt es hier diese Brownies. Brownies? Oder wie heißen die Dinger? Muffins. Ach, Muffins mit Schokoladenkern. Und das war hier drin. Oh, Snickers Mandel. Ja, so sieht das hier aus. Bei den süßen Säckchen. Zu Heiligabend. Und es gab sogar Espresso mit aufgeschäumter Milch. Und das hier ist unser Bescherungstisch am Heiligen Abend. Hallo? Hallo? Geht so nicht. Ich gucke ja gar nicht hin, ich führe das nur einmal hier rüber. Ja, nur 3/5. Heute wird an Bord der Limelight gekniffelt. Mal gucken, was beim Glenn hier heute so läuft. Nix. Zum Jahresende gibt es noch mal einen kleinen Schauer hier vor Wayne Island. Und der Glenn, der nutzt die Gelegenheit. Ein kleines Update zu unserem Projekt Bimini und Lazy Jacket. Heute ist der 28. Dezember. Unsere Sachen sind fertig, aber sie kommen nicht hierher, weil in Panama auf der Pan American Kontrollen sind und der Taxifahrer oder auch der Hersteller von unserem Bimini nicht durchgelassen werden. Jetzt haben wir nur noch morgen die Chance, weil morgen dürfen die Männer an Land. Jetzt müssen wir versuchen, einen Taxifahrer zu finden, der uns nach Cochera bringt. Das sind so ungefähr 25 Kilometer von hier, wo wir dann hoffentlich morgen unser Bimini abholen können. Weil nämlich ab dem 4. Januar ist hier wieder kompletter Lockdown. Da darf man nur noch 2 Stunden, jeweils die Frauen oder die Männer, an Land. Und wir hoffen, dass wir das vorher erledigen können. Raoul mit seinem Taxi hier vorbeikommt und uns mitnimmt nach Cochera, wo wir unser Bimini abholen können. Wir sind jetzt hier, weiß ich, 2 Kilometer auf der Straße gelaufen. Herrliche Gegend übrigens. Wunderschön, aber kein Raoul. Genau. Ja, wir warten jetzt noch 5 Minuten und dann drehen wir um. Aus der Richtung sollte er eigentlich kommen. Und hier sind wir gelandet mit unserem Dinghy. Leider war es erfolglos. Unser Taxifahrer hat es heute nicht mehr geschafft und unser Bimini, haben wir dann erfahren, ist auch noch gar nicht fertig. Und das Wasser ist in der Zwischenzeit 40 Meter weggegangen. Ja, so ein Mist. Oh, das ist schon cool hier. Wir unternehmen gerade den 2. Versuch an Land zu kommen. Ach ne, an den 2. Versuch das Bimini zu besorgen. Und so weit sinkt man hier in den Schlamm ein.
Und jetzt müssen wir versuchen, das Ding hier bis nach da hinten irgendwie zu verschaffen. Das wird ja lustig. Ist steil. So, ich steig jetzt auch mal aus. Oh, der Schlamm ist direkt unter der Wasseroberfläche eigentlich. Guckt euch das an! Ist das eklig! Jetzt wird das Ding hier so nach da hinten. Nee, du musst ja auch irgendwie wieder zurückkommen, ne? Aua, Stein. So, 10 Minuten später sind wir immer noch nicht viel weiter. Los, einmal schieben. Ja, super geil. Und aber da vorne ist das Ende. So, wir haben es bis hierher geschafft. Hier ist Gott sei Dank noch ein bisschen Wasser, dass wir uns reinigen können, bevor wir uns jetzt ins Taxi setzen. Ein Mist, sage ich euch hier, mit Ebbe und Flut und Scheiß. Sollte man abschaffen. Ja, unser Taxifahrer Raoul war leider nicht an dem Ort, den wir ihm geschickt haben. Jetzt sind wir wieder hierher gelaufen. Das ist hier die einzige Stelle auf der Straße, wo es eine Funkverbindung gibt. Haben ihm nochmal den Ort geschickt und er hat ihn auch gekriegt und gesagt, er kommt jetzt. Wir haben es geschafft, wir sind jetzt endlich hier. Und das ist unser neues Bimini. Das ist hier die Werkstatt und die Nähmaschine, mit der das entstanden ist. Banga, jetzt wieder raus, jetzt her. Wo wir vorhin hier durchgelaufen sind. Heute ist der 29. Dezember. Michael und Glenn sind auf dem Weg nach Chorrera, um unser Bimini abzuholen. Wir haben nun endlich einen Taxifahrer gefunden, der diese Strecke auch fahren darf und es tatsächlich auch macht. Treffen wollten sie sich um 10 Uhr. Mittlerweile ist es 20 nach 11 und sie haben sich immer noch nicht gefunden. Bisschen doof. Aber gut. Ich bin froh, dass ich nicht mitgefahren bin, beziehungsweise dass ich hier an Bord geblieben bin, weil hier ist seit heute Morgen irgendwie die Hölle los. Die ganzen Angler und Fischer um uns herum, es sind glaube ich Unmengen, angeln und fischen ganz wild vor sich hin und meinen, sie müssten das Ganze auch ganz, ganz dicht an der Leimleit machen. Ein Fischer hat es dann geschafft, auf unserer Backbordseite sein Netz reinzuschmeißen, umrundete uns dann auf der Steuerbordseite, um hinten dann anzukommen und meinte, er könnte dann das Netz unter unserem Boot durchziehen, was natürlich nicht einfach funktioniert. Ich weiß nicht, worüber die nachdenken. Wahrscheinlich denken sie, dass so ein Segelboot genauso gebaut ist wie ein Panga. Kann man mal kurz machen, weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich sie dann verjagt und das Ganze endete dann damit, dass sie bei uns an unsere Ankerkette zerrten und mit ihrem Panga zwischen unserer Ankerkette und der Leimleit lagen. Also überhaupt nicht witzig, überhaupt nicht nachgedacht von denen. Jedenfalls mussten sie dann anfangen und ihr Gestänge von ihrem Verdeck einzeln abzubauen, um unsere Ankerkette darüber zu heben. Und zwischen eben wirklich dem Anker und der Leimleit durchzukommen. Ohne Gott, oder? Bueno. Bueno. La corriente no avienta. Ahora la vida, Rodrigo. Thank you.
Heute haben wir in dem kleinen Dörfchen, wo wir abgesetzt wurden, gesehen, dass es noch Scampis gab. Und also haben wir direkt zugegriffen und die letzten bekommen, die wir noch hätten kriegen können. Direkt vom Fischer. Es hat geklappt. Wir haben unser Bimini bekommen heute. Und jetzt auf dem Weg nach Bona werden wir versuchen, das anzubringen. Also nicht wir, sondern die beiden hier, die ihr seht. Ach so. Ja. Also die Stangen sind noch nicht so richtig fest, ne? Kannst du mal gucken, Micha? Ja, ich sehe euch. Ist bei dir schon fest? Ja. Wie ist so der erste Eindruck? Super. Sieht gut aus. Ich muss nur noch das Gestänge ein wenig anpassen. Wenn wir die Gurte dran haben, dann ist das nach vorne gespannt. Ja. Also kann ich und hinten kurz den Gurt kommt ersetzen. Auch noch ein Stückchen zurück, wenn wir da den Reißverschluss haben. Ja, ich mach mal hinten los. Ja, ah, das sieht schon nicht schlecht aus. Jetzt wird das gespannt. Herr Chefin, was sagst du nur? Schön. Ist das so in deinem Sinne? Ja, und guck mal, wie gut, dass du den neuen Käfig hast. Also das ist natürlich wichtig. Das passt zu den alten und zu den neuen Kissen. Guckt euch das an. Ist der also Hammer. Jetzt muss noch ein bisschen höher, muss noch ein bisschen Feinschliff dran, damit es funktioniert. Die Ösen waschen die Wunden gut. 7 Uhr. Auf der Fahrt nach Viverus, der zweite Biss und der Fisch ist immer noch dran. Was ist die Prognose, Glenn? Thunfisch. Scheiße. Mann. Vor allem abgerissen. Komplett abgerissen. So eine Schütte. Wieder mal auf dem Weg nach Viverus. Da wollen wir in das neue Jahr hinein. Naja, feiern kann man wahrscheinlich nicht sagen, weil das ist ja alles verboten. Aber wir hoffen trotzdem, dass wir gut ins neue Jahr kommen. Eben gerade haben uns ein paar Delfine begrüßt hier. Schifffahrtsstraße haben wir jetzt gekreuzt. Das ist der letzte Tanker, der hinter uns durchzieht. Gott sei Dank gibt es AIS. Also das System ist echt super. Man hört sie rufen. Ich glaube, die wollen, dass ich dazu springe und mit denen schwimmen gehe. Yeah.
Gerade als ich meine noch ausgenommen habe, ging die Angel ein zweites Mal los. Diesmal ist es Papas Spaß. Ich gehe ganz steil nach unten. Ich bin echt gespannt, was da dran ist. Das ist ein gelblosen Tuna. Den holen wir. Dezember 2020. Das Jahr ist schon wieder zu Ende. Und das ist unser Silvestermorgen. Frühstück. So krass, oder? Der Glenn ist da. Die Annette ist da. Es gibt heute schöne, frische Papaya, Eier, neues Frühstücksfleisch. Und hier liegen wir wieder mal in Viveros. Wir wissen noch nicht genau, wie der heutige Abend ablaufen wird. Vielleicht können wir ja mit den Einheimischen auf der Insel zusammen feiern. Wenn das nicht klappt, fahren wir irgendwo in eine einsame Bucht und werden dort hoffentlich ein Feuerchen machen können und unseren Thunfisch grillen, den wir gestern gefangen haben. Ja, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, dass wir 2021 Corona-los sind, ihr alle gesund bleibt und wir natürlich auch. Und dass wir endlich weiter können. Ich möchte jetzt in den Pazifik, also wir sind ja im Pazifik, aber ich möchte in den Südpazifik, Französisch-Polynesien, Fidschi, Tonga, Kiribati, Neukaledonien und nach Neuseeland. Ihr glaubt ja gar nicht, was hier gerade entsteht. Schaut euch das mal an. Ha? Was meint ihr denn, was das wird? Also es ist kein Fisch. Genau. So, wir gehen jetzt zum Hotel an den Strand. Und vor zwei Tagen an der anderen Boje, 4 Meter neben dem Kajak. Herrliches Wetter heute. Ungefähr eine halbe Stunde Fußweg ist das jetzt zum Hotel. David hat hier am Strand schon alles vorbereitet, sogar mit Omas Lampe. Es ist der Hammer. Echt der Wahnsinn. Oh, das Feuer brennt. Das ist besser für den Film. Ich nicht wie lange, aber ich habe genießen wir diese peaceful Moment. Hey, mal wie hoch dann? Wir haben die Musik in meinem Telefon, also nicht moleste. Was denkst du, dass es abgeht? Ja, aber hier, mit der Flamme. Das ist Paul und links ist Paco. Ja. Das ist der Glenn, der dieses Feuer angemacht hat. Du hast bei den Panamesen gezeigt, wie man das in Seesen so macht. Ha, sehr gut.
Mundial. Sommer. No, no, no. Go to my city. Sim, aqui, ó.